Wieder beim Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Zero-Chill-Serie im Madmas Carol. Ein Historic Team heißt unsere heutige Aufgabe. 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir sollen mindestens 3 Pässe an den Mann bringen. Und wir sollen einen Touchdown erzielen. Das sind eine Menge Geschichten, die wir hier haben. Wir sind im 4. Quarter. Wir liegen mit 7 Punkten hinten, haben den Ball an der eigenen 28-Yard-Linie. Bei einem ersten Versuch um 10 und nehmen die 4 Verticals. Jason Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Michael Irvin im Slot. Und auf unseren Running Back im Backfield, Emmitt Smith. Und der holt einen First Down an der 40-Yard-Linie. Wir haben den ersten vollständigen Pass im Spiel gesehen. So, ich schaue mal gerade, was wir hier bekommen. Wir bekommen hier seltsame Dinger vorgeschlagen. Nehmen wir den X-Digger. Achten auf Jason Witten. Oh, Jason Witten. Und auf Michael Irvin im Slot. Und Michael Irvin im Slot hat den Ball. First down an der 22-Yard-Linie. Der zweite vollständige Pass. DBL Slot Cross. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Emmitt Smith von rechts und Irvin von links. Also aus beiden Slots kommen die potenziellen Receiver. Wir gehen aber auf den Tight End. Und Jason Witten kommt an die 2-Yard-Linie. So, die Pässe. Jetzt brauchen wir noch den Touchdown. Wir achten auf Witten rechts außen. Irvin auf einer In-Route. Oh, da ist er frei in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Ich wollte eigentlich eine Two-Point-Conversion probieren. Jetzt nehmen wir den PET aber mit zum Ausgleich. 31 zu 31. 4:21 haben wir noch zu spielen im 4. Quarter. So, der Kick ist unterwegs. Geht tief in die Endzone des Zero-Chill-Teams hinein. So tief, dass es keinen Return gibt. Wir haben einen 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. Stellen unsere Defense entsprechend ein. Nehmen eine Cover 2, eine Man-to-Man-Coverage. 1. und 10. Michael Vick, der Quarterback, wenn ich es richtig gesehen habe. Johnson mit dem Laufversuch, aber der ist direkt mal gestoppt. Das ist ein 2. und 10 an der 25-Yard-Linie jetzt. Oh, Michael Vick wirft und der ist intercepted. Ich glaube, das ist Shinobi. Nein, das ist Jayans 1000 Jahre mal eine Interception. So, wir laufen mit Emmitt Smith über die Mitte. Wir sind ja schon fast in Field Goal Range, haben hier eine ausgezeichnete Feldposition. Die haben wir jetzt nochmal verbessert nach diesem 5 Yards Raumgewinn. Und das Schöne ist, die Uhr läuft weiter. Jarwin und uns attackieren von der rechten Seite aus die Mitte. Ich habe gedacht, ich könnte schnell genug werfen. Das können wir nicht. 3. und 13. Damit sind wir wieder deutlich raus aus der Field Goal Range. Witten attackiert die Mitte. Michael Irvin im Slot. Wir brauchen ein First Down oder zumindest guten Raumgewinn. Und wir holen beides, denn das ist Emmitt Smith. Und wir sind an der 17-Yard-Linie in der Red Zone. Neuer 1. und 10 für die Dallas Cowboys. Ein Lauf über die linke Seite. Wir täuschen den Lauf rechts an. Emmitt ist unterwegs und ist in der Endzone zum Touchdown für die Dallas Cowboys. So, jetzt denken wir aber an die Two-Point-Conversion. Achten auf Irvin im Slot. Leicht und locker. 39 zu 31 damit die Führung für die Cowboys.
So, und jetzt kann man in aller Ruhe schauen, was das SEO Chill. Wir haben hier aber kräftigen Wind im Stadion. Erster und 10 an der 35-Yard-Linie. Und das ist natürlich mies für das Team, das im Rückstand ist. In dem Fall das SEO Chill Team. Denn bei dem Wetter zu werfen, ist keine Freude. Aus dem Grund läuft Vic auch selbst und wie er läuft. Das war ein gewaltiger Run, 22 Yards, erster und 10 an der 43-Yard-Linie der Cowboys. Wir wechseln in eine Zone-Coverage hinein, nähern uns dem 2-Minute-Warning. Und das ist ein Sack. Da kamen aber drei Pass-Rusher durch, 2. und 17. Der Ball ist an der Mittellinie, an der 50. Die letzten 2 Minuten der Partie laufen. Und Ed Tuttle-Jones mit dem Sack. 3. und 23. Das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Van der Esch mit dem Pick. 1. und 10 an der 44-Yard-Linie. 1:35 noch zu spielen. Das SEO Chill Team besitzt keine Auszeiten mehr. Das heißt, wir können jetzt laufen und Emmitt Smith bricht die Tackle. Das ist der nächste Touchdown, glaube ich, in diesem Spiel. Wieder der Versuch der Two-Point-Conversion. Wir achten auf Cooper, wir achten auf Jason Witten. Und der war schlecht geworfen. So. 1:25 noch zu spielen. Das SEO Chill Team hier geht gerade komplett vor die Hunde. Wieder kein Return. 1. und 10 an der eigenen 25. 1:25 sind noch auf der Uhr und die Cowboys bleiben in der Zone Coverage. 1. und 10. Vollständiger Pass, Jane Smith mit dem Tackle. 2. und 7. Ein Run durch die Mitte von Kerryon Johnson. 3. und 6 von der 29. Viel Druck und das ist die nächste Interception. Diesmal ist es Renfro. Und der macht sogar noch eine Pick 6 draus. 51 zu 31, damit der Spielstand. Da freut sich jede Defense drauf über das, was hier gerade passiert. Interceptions am laufenden Band. Erfolgreiche Two-Point-Conversion auf Terrell Owens. Der Spielstand 38 Sekunden vor dem Ende der Partie. Wir kennen es schon, 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für Michael Vick, der interceptionmäßig hier wirklich einen abräumt. 1. und 10. Tiefer Ball. Incomplete Pass, Tillman ist da, kann die Completion verhindern. 2. Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Incomplete Pass. Er wirft aber auch extrem unpräzise, Michael Vick. 3. und 10, 28 Sekunden noch zu spielen. Und fast der nächste Pick von Van der Esch. 4. Versuch und 10. Das SEO Chill Team entscheidet sich, die Punt-Formation aufs Feld zu schicken. An der, das ist die 33-Yard-Linie, kommt der Ball schon runter. Wir sind an der 42-Yard-Linie des SEO Chill Teams. Wir haben noch, ich möchte eigentlich nicht aufs Knie gehen, da habe ich mich sehr verstanden.
Erster und 10, wir laufen. Und damit Smith über die rechte äußere Seite. Die kriegen ihn kaum gestoppt. An der 10-Yard-Linie, kurz vor der Endzone, kriegen sie ihn doch zu Boden. Jetzt laufen die Sekunden hier runter und das Spiel ist aus. 53-31 gewinnen die Cowboys. 3 Sterne Herausforderung, alles geholt. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.